Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizard 1-1. Wir haben gerade das erste Mal einen Phönix selber herbeigezaubert, den ich jetzt ganz offiziell ständig in meinem Deck habe. Yeah! Und ich muss gerade ein bisschen leise sein, denn ich nehme zu einer sehr ungünstigen Zeit auf. Und deswegen, ja, höre ich mich in dieser Folge wahrscheinlich ein bisschen verhalten an. Verflucht, verflucht! Ich wollte mich noch ein bisschen auffüllen. Ein Gehilfe. Ich weiß nicht, was der macht. Komm, den rufen wir mal. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Hi, Kumpel. Toll. Die ist noch nicht geladen. Super. Ich muss alles noch hier oben laden, wie ihr gerade seht. Ja, super. Echt toll. Ah, da ist er, mein Freund. Kann ich den jetzt mit bedienen? Feuerelementar, der hat nur 400. Ja, super. Oder arbeitet er jetzt ganz alleine? Kann ich die auch irgendwie aufpowern? Weil mit einem Feuerelementar Rang 1 und 400 Lebenspunkten, der macht jetzt nicht wirklich viel. Oh, das ist gut. Danke. Denk. Nee, wir machen noch eine Feuerklinge auf mich. Danke. Auch jetzt hat er das wieder weggemacht. Das wollte ich doch... Ach, der heilt sich selber damit. Ich dachte, der gibt das mir. Das ist doch mein Sklave. Ein feuriger Sklave. Och, schon wieder so eine Scheiße. Leute, lasst mich damit in Ruhe. Minus 50%. Ihr seid fies, echt. Ja, dann kann ich ja das hier alles jetzt schon wieder vergessen. Naja, mal gucken, was dabei rauskommt. Bei der ganzen Geschichte. Als nächstes möchte ich mich auf jeden Fall mal nochmal auffüllen. Greif mal an. Oder kann den keiner angreifen? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Schön. Damit würde ich jetzt direkt einen kaputt bekommen. Oder ich lade mich auf. Ach komm, wir gehen jetzt aufs Ganze. Ne, Moment, ich habe hier noch das minus 25% Ding. Das geht nicht. Dann mache ich erst das. Aber das wäre sonst verschwendet. Da lassen wir doch lieber hier so einen gehörnten, fellfüßigen Freund durch die Arena tanzen. Ja. Das ist ja lächerlich, oder? Die kann man bestimmt irgendwie aufpowern, diese Gehilfekarten oder sowas. Aber das ist ja vor allem später im Spiel völlig unsinnig. So. Super Pip erhalten. Aber ich habe nur ein Pip. Und das bringt mir gar nichts. Ja, nichts. Da passe ich mal. Obwohl, ich hätte ein paar Karten wegschmeißen müssen. Boah, der sammelt aber auch ordentlich Pips hier. Sackgesicht. Aber die greifen nur mich an. Ich dachte, die würden auch den angreifen. Na gut.
Na komm, wir müssen jetzt einfach mit irgendwas loslegen. Jetzt, ach, der hat da auch noch ein Schild. Ja komm, scheiß drauf. Drauf geschissen, echt. Es geht einfach nicht anders. Ich muss hier mal irgendwas tun. Minus 35. Plus 35. Minus 25. Aber trotzdem ist er erledigt. Ja, super. Puh, der hatte nämlich so gefährlich viele Pips da um sich rum. Oh, das ist aber nett. Vielen Dank. Cool. So eine coole Socke. Da passen wir mal. Das ist jetzt nicht so cool gewesen, ehrlich gesagt. Du Trottel. Na? Also bitte, ja. Wir wollen mal hier nichts übertreiben. 305. So ein Eier umwandern. Passen. Aber der Gehilfe ist gar nicht mehr so schlecht, muss ich sagen. Irgendwie cool. Obwohl er auch so ein bisschen hier die Schilde, die ich da vorbereite, kaputt macht. Das ist eher unpassend, muss ich schon sagen. Na gut, so, mein Freund. Jetzt gibt es nochmal einen schönen Phönix auf die Mütze. Und dann war es das für dich. So, damit haben wir die Quest auch erledigt, oder? Ich weiß... Sieg! So, und jetzt springen wir wieder zurück und sprechen mit... Was ist denn hier los? Ich kann ja gar nichts sehen hier. Ich mach nicht mit... Ich gehe jetzt wieder... Ach komm, wir gehen hier zur Wutzwärtsakademie. Müssen wir nicht latschen. Ich muss ja auch noch in den Schlingkrautweg die grünen Männer besiegen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da habe ich auch wieder eine Laune drauf. Über die habe ich mich damals schon so fürchterlich aufgeregt. Ich habe eigentlich keine Lust, schon wieder zu denen zu gehen. Aber ich möchte auch Mysterium endlich abschließen. Damit ich dann bald auch mal nach Griselheim gehen kann. Während ich in Malibone die Hauptquests mache, ne? So. Chaos. Ist hier keiner. Nanu? Danke für deine Forschungsbeiträge. Ich hoffe, das Ganze war nicht allzu trocken für dich. Naja. Besonders spannend war es jetzt auch nicht, muss ich sagen. So, Wisteria. Oh. Vier muss ich... Ich muss zumindest vier Sachen von denen einsammeln. Malibones Wiedergeburt. Mauerblümchen. So. Bücher hatte ich alle gelesen, genau. Wutzwärtsakademie. Pegasus Platz ist immer noch was? Verdammt. Schlingkrautweg. Bibliotheksarchiv. Gut, wir gehen jetzt in den Schlingkrautweg. Und... Ich muss wirklich leise sein, ne? Ich kann nicht mehr so voller Elan sein. Für diese eine Folge noch. Beim nächsten Mal ist es wieder alles viel schwungvoller. Aber die Alternative wäre gewesen, dass heute zum Beispiel keine Folge rauskäme. Und das wäre nicht gut gewesen. Da hätte ich mich nicht drüber gefreut und ihr auch nicht. Also gucken wir doch bitte ein bisschen einfach, wie es hier weitergehen tut. So, aber ich möchte auch mal wissen, wo ich endlich diese verfluchten Blumen alle finden soll. Das macht mich ja verrückt. Das hier ist es nicht, das weiß ich. Und da hinten komme ich wieder in Versuchung, mit diesen blöden Bäumen zu kämpfen. Das möchte ich auch nicht. Aber ich glaube, da hinten wandern auch wieder... grüne Männer rum.
Also, Kevin, was machst du denn für einen Quatsch? Oh, ich dachte, hier wäre eine Silbertruhe. Ich hätte jetzt gerade noch mal Lust gehabt auf ein kleines Britzel-Schlossrätsel. So. Da sind grüne Männer. Hier ist doch dann bestimmt auch irgendwo noch so eine Blume. Bestimmt dahinter. Was ist das hier überhaupt? Ach, da war der Graf Baumbart drin, genau. So, jetzt hier irgendwo eine Blume. Nein. Wirklich schade. Wie bitte? Kann ich hier nicht durch? So ein Mist. Die ganze Latscherei umsonst. Warum habe ich eigentlich meinen Trend nicht mehr an? Graf Dornbarts Turm. Wo sind die Blümchen? Die Mauerblümchen. Ansonsten werden wir die zusammen einsammeln. Ist ja wohl klar, oder? Plung! Ja, ich werde jetzt bestimmt versagen. Ich bin gespannt. Ach, schon wieder sowas. Ey, Leute, ihr habt doch wirklich völlig einen an der Waffel, oder? Jetzt habe ich auch noch direkt einen Phönix. Obwohl, den Phönix könnte ich ja dann... Naja, der bringt mir auch gerade nicht so viel. Soll ich den jetzt einfach so... Ne, Quatsch, ich werde den auf keinen Fall verwenden. Dann machen wir mal das. Und vielleicht kommt ja gleich hier irgendwie so ein Standardzauber, der mich 0 Pips kostet. Und dabei... Elementarklinge, ja, die ist auch gut. Gefällt mir. Hm, ich habe ein Schild. Gott sei Dank, so glücklicher Zufall jetzt aber. Machen wir doch mal den. Dann ist der vielleicht direkt... Oh nein, ich Trottel, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe das minus 25% Ding vergessen. Oh nein. Ich war gerade in Gedanken woanders. Ich habe morgen einen Auftritt. Scheiße. Ich war da gerade irgendwie ganz kurz mit den Gedanken. So ein Ärger. Jetzt vergeude ich da meinen Super Phönix für. Und er ist nicht ganz kaputt. Scheiße. Das war doch völlig für die Katz. Na komm, dann mach du den wenigstens jetzt noch hinüber. Ach, was für eine Verschwendung. Naja, so kann es gehen, wenn man nicht richtig aufpasst. Ne? In diesem Spiel. Und dann ist nichts mehr mit einfach drauf losklicken. Dann muss man schon noch ein bisschen taktisch überlegen. Wenn man dann abgelenkt ist, plack, wieder minus 25%, aber das reicht ja jetzt für den noch. Dann geht's schief. So, das Wühlfeuer, Wühlfeuer. Interessant, interessant. Wir passen einmal. Ah, wie praktisch. Heilen. Ein bisschen. Okay. Hm. Könnte aber noch was mehr sein. Ah, guck mal, hier ist noch eine Elementarklinge. Traumhaft. Oh, verdammt, gleich ist die Folge schon wieder vorbei. Dann haben wir diese Folge überhaupt nicht viel geschafft. Hm, was können wir denn da machen?
Und ich glaube, die nächste Folge... Nächste Folge müsste schon wieder das gemeinsame Treffen sein. So, lass mal gerade gucken. Wir schmeißen den mal gerade weg. Wir machen das weg. Wir machen das weg. Und jetzt passen wir. Brauche jetzt gleich noch ein paar bessere Karten. Der hat schon wieder dieses Scheißschild gemacht. Das ist so unfair. Ne, ich brauche jetzt erstmal den Satyr, damit ich hier ein bisschen ungezwungener den ganzen Kampf zu Ende bringen kann. Die Folge ist zu Ende. Aber die machen wir jetzt natürlich noch zu Ende, die Folge. Das versteht sich von selbst, nicht wahr? Oder ich klaue ein positives Dingen. Die Karte wäre super, damit könnte ich ihm das wegnehmen. Guck mal, der greift mich mit dem Feuervogel an. So ein Arschgesicht, ey. Dann machen wir den jetzt aber mal auf mich. Gut. So, jetzt grüner Mann, bist du dran. Habe ich denn da noch irgendwas? Wir können ja mal antesten, ob dem irgendwas abgezogen wird. Ansonsten brauche ich tatsächlich die Karte, die einen positiven Pick abzieht. Ein positives Schild. Positiven Schild. So heißt es ja eigentlich. So, pass auf. Und? Minus 80%. Ach, das war das Schild. Der Schild. Ja gut, dann können wir ja da... Ja, jetzt hat er nichts, ne? Das ist natürlich Quatsch. Komm, wir ziehen. Wir werfen einmal... Da. Nein, 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 nein. Na komm, wir machen das, auch wenn es sinnlos ist. Und dann können wir beim nächsten Mal diese Hand machen. Und dann kriegen wir den kaputt. Oh. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Und jetzt geht's los. Bye bye, mein Freund. Das war's für dich. 2x plus 35. Bei mir. Das macht aber viel bei mir aus. 1500. Boah, das war der Oberrekord. Und ich habe nur ein verfluchtes Blatt gesammelt. Das ist ja nicht zu glauben. Ich muss diese verfluchten grünen Männer noch öfter bekämpfen. Aber jetzt, jetzt werden wir erstmal hier die Folge beenden, liebe Zuschauer. Und in der nächsten Folge werden wir uns... Das wird, glaube ich, das Treffen sein vom 22.11. Ja. Und dann wird es danach irgendwann in Wysteria hier weitergehen. Und in Malibu und so weiter und so fort. Ich bin schon gespannt. Und ich glaube, im großen Treffen werden wir nach Aquila in den Dungeon gehen. Ist doch klar, in den Olymp. Ich bin schon gespannt. Oh, ich bin sehr gespannt. Bis dann und tschüss.